Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ich musste ein bisschen nachspielen, weil er irgendwie doch nicht hier gespeichert hat, aber wie ihr seht, hier ist alles mit dem Seemonster, das haben wir ja schon hinter uns gebracht. Und ich möchte aber, bevor wir jetzt weiter nach links fahren, möchte ich noch einmal hier zurück, da war ja auch noch ein Aufzug. Wo führt denn dieser Aufzug hin? Das würde mich mal interessieren, deshalb fahren wir da mal hoch. Der war ja hier, da war der Aufzug. Und hier hat man ja die Spitzhacke da reingetan. Und kann man diesen Aufzug überhaupt rufen? Das ist jetzt die Frage. Nach oben. Oh. Ist das jetzt alles überschwemmt? Untersuchen. Kaputtes Schloss. Von außen? Opfer ertrunken. Postmortal vor dem Tod? Berühren. Oh Gott, wo geht's hin? Oh Gott. Also da sind zwei und da sind zwei. Ach, die landen direkt hier. Ach, das ist natürlich schön. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen, der an der Maschine steht, an dem Aufzug. Hier haben wir jemanden mit einer Spitzhacke. Hier haben wir jemanden... Und die ist das die Frau, die da gestorben ist? Die da runtergefahren ist? Hier haben wir ihn wieder mit der Spitzhacke. Und was haben wir hier? Hier haben wir die zwei. Hier scheinen sie reingekommen zu sein. Und hier rennt er über mit der... Hat er hier eine Spitzhacke in der Hand? Nee. Hier hat er keine Spitzhacke in der Hand. Dann würde ich sagen, dann hat er die erst hier weggebracht. Also erstmal reingebracht, hat er sie runterfahren lassen. Dann hat er sich die Spitzhacke geholt. Und dann steht er hier mit der Spitzhacke rum. Visualisieren. Honey, he probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Sie wollte nach oben fahren. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No, I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Was hat er gemacht? Something. Was? Das sind doch die Eltern von Ethan. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... What? Das war Ethans Mutter, oder? Das waren doch Ethans Eltern. Alter! Was? Und immer hinterherlaufen. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kinda looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brother. Just go, now! Was? He didn't kill his wife. She
She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Aber was? Was ist das? Was geht hier vor? Was ist los hier? Alter Schalter. Seine Frau war nicht mehr sie selbst. Der hat sie getötet. Krass, Mann. Krass. Also noch erschließt sich die Story überhaupt nicht. Also mir zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber mir erschließt sie sich noch gar nicht. Ich bin gespannt, ob wir hier wieder aus der Mine rauskommen oder ob hier noch irgendwas Gruseliges passiert. Ich hoffe nicht. Können wir da weitergehen? Ne, da ist zu. Okay, da können wir weiterfahren. Waren also alle hier in der Mine drin und der Vater hat ihn im Endeffekt rausgeholt. Die Mutter wollte hoch zum Schläfer. Was haben wir hier? Einmal aussteigen bitte. Wir bleiben also wohl noch etwas länger in der Mine. In dieser gruseligen Mine. Hier ist das Wasser, was eigentlich nicht kocht. Was so aussieht, als würde es kochen, aber eigentlich nicht kocht. Wir schwimmen da einfach mal durch. Und hier ist ja auch Ethan. Er sollte ja auch durch das Wasser gehen. Also folgen wir jetzt Ethan sozusagen, wie er hier in der Mine war. Was da passiert ist. Wie er wieder rausgekommen ist. So, wo landen wir jetzt? Kommen wir wieder raus aus der Mine? I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and, with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Das klingt überhaupt nicht gut. Wenn eine Dunkelheit will, dass wir gehen... Das klingt sehr, sehr beunruhigend. Freiheit! Freiheit! Wir sind wieder draußen. Einmal durchkriechen. Aber wo sind wir jetzt? Das ist eine Hütte. Ein riesiges Haus. Aber die Hütte, die ist mal wieder zugewachsen. Da kommt man nicht rein. So wie es aussieht. Ich bin sehr froh, aus der Hütte wieder raus zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die war nicht so schön. Die scheint verschlossen zu sein. Da kommen wir nicht rein. Gehen wir mal zu diesem Haus da hinten. Hier kommen wir ja nicht. Nee, da möchte ich nicht drüber gehen. Lieber nicht. Da ist auch wieder die Tür offen. Hier können wir es untersuchen. An der Wand montierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten? Axt. Wo ist die Axt? Da hinten ist die Axt. Sie liegt auf dem Boden bei einem Teppich neben einem Schrank. Und da liegt eine Leiche. Ach du Scheiße. Okay. So, mal schauen, wie wir da hinkommen. Ach du Schande, ey. Was ist hier passiert? Was haben wir hier? Zerstört. Von innen, von außen. Übertriebene Gewalt. Verzweiflung. Wut. Kaputte Tür. Da ist die Axt. Haben wir noch was anderes zu untersuchen hier? Die Axt. Scheint aber keine Blutflecken zu haben, so wie es aussieht. Nehmen wir die mit. Was haben wir hier? Umgestürzter Stifthalter.
verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen? Stift, Bleistift, Schere, Brieföffner, Lineal? Okay, wir suchen irgendwas. Na? Wo ist es denn? Da. Eine Schere. Und die liegt auf einer Kabelrolle. Da hinten liegt doch wieder einer rum, oder? Liegt auf einer Kabelrolle auf so einer Art Aufzug oder was das ist. Okay, und da in die Richtung. Aber erstmal untersuchen wir die Leiche. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden. Keine Fußspuren im Blut. Keine Zeichen eines Kampfes. Der sagt uns natürlich nicht, was Sache ist. Okay. Ja, wenn die Axt drinnen liegt, dann würde ich fast sagen, die Tür wurde von außen kaputt gemacht. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. So, und wir waren, da oben waren wir drin, ne? Und wir haben in diese Richtung geguckt. Da hinten war gerade ein grünes Licht zu sehen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was das soll. Haben wir manchmal grüne Lichter flackern, manchmal auch rote Lichter. Ist das diese Macht, die hier haust? Kommt jetzt hier rein? Nein. Aber das war doch hier in diese Richtung. Oder? Oder habe ich gerade einen Orientierungsfehler? Ich bin ja nicht der beste Orientator. Das heißt, wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Achso, da ist wieder das Haus. Okay. Schauen wir uns mal hier in der Nähe von dem Haus nochmal um. Was haben wir hier? Hochspannung. Was war das? Für ein seltsames Geräusch. Was ist denn hier für ein Weg? Wo führt der denn hin? Ach! Hier ist es ja. Mensch. Haben wir es ja doch gefunden. Ich kann nach oben fahren. Hier ist die Schere. Okay, die nehmen wir mit. Dann wollen wir mal nach oben fahren. Mal schauen, was da oben los ist. Und wo wir da hinkommen. Wir müssen die Aussicht genießen hier. Wunder, wunder, wunderschön. Kommt man so ins Träumen. Aber ich bin jetzt ein bisschen skeptisch. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, was hier passieren wird. Also, ich habe ja erst gedacht, das wird echt so ein sehr entspanntes Spiel, ohne irgendwie solche, ja, Jumpscares und sowas ähnliches. Aber ich kann hier auch stoppen? Mittendrin? Warum sollte ich das tun? Muss ich gleich mal gucken. Speicherszene, okay. Geht's hier schon weiter? Okay, nee, da möchte ich natürlich nicht hin. Wenn es hier direkt schon weitergeht, will ich da nicht hin. Na. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hier sinnvollerweise anhalten können. Obwohl, das muss ja dann hier vorne sein. Hier ist ja der einzige Ausweg. Ausgang. Da blinkt es da unten schon wieder so rot. Was ist das? Oh, da ist ja nur so ein Seil. Kann ich jetzt echt hier einfach... Ich kann einfach hier anhalten. Okay. Nein, 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 ich möchte nach unten. Stopp. Ich möchte nach unten. Ist denn hier irgendwas? Ist ja nur das Gerüst und der Fels da. Übersehe ich hier irgendwas? Ich glaube, wir sind wieder da. Ja, wir sind wieder am Boden. Okay. Speicherszene. Also ich glaube, wenn wir da oben... Das hat nichts mit diesem... Also ich hoffe, es hat nichts mit diesem Fall zu tun hier. Sondern es ist eher der nächste Fall. Das ist natürlich jetzt sehr verwirrend. Weil ich nicht sicher sein kann, was ist richtig. Ich gucke mich erstmal hier unten um, bevor ich nach oben fahre.
ob es hier noch etwas gibt. Und dann bringen wir gleich erstmal wieder die Schere zurück. Vielleicht war die Schere ja schon alles. Ich meine, bei dem Dings war die Spitzhacke alles. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ist Panama. Und Ethan Carter. Ist hier was? Nein. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich so viel sprinte, weil er doch ziemlich langsam geht, wenn er normal geht. Was ist denn das für ein riesiges Trafo-Häuschen oder Umspannwerk oder was? Mal durch die Fenster gucken. Ja, da sind irgendwelche. Sieht aus wie elektrische Anlagen, die da drin sind. Scheint also echt so ein Umspannwerk oder. Keine Ahnung. Elektrizitäts-irgendwas zu sein. Ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge mal weiter im Haus um und geben mal die Schere ab. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Vanishing of Ethan Carter. Macht's gut. Tschüsschen.